Ein Blick zur Zugspitze über den Starnberger See. Ein See mit uralten Geheimnissen. Eines liegt unter Wasser im Seegrund vor der Roseninsel und berichtet vom Leben unserer Vorfahren. Es ist ein Archiv für den, der es lesen kann. In einer Zeit, als die Ägypter ihre Pyramiden bauten, haben Menschen hier auf Pfahlkonstruktionen ihre Hütten errichtet und Schutz gesucht vor Feinden, Bären und Wolfsrudeln. Sie bauten die ersten Häuser, die ersten Boote, Einbäume aus Eichenstämmen. Sie schufen Werkzeuge und Waffen. Und sie sahen aus und kleideten sich wie der Ötzi vom Similaungletscher. Das sind die 1000 Jahre alten Spuren ihrer Geschichte. Es ist die Geschichte unserer Vorfahren. Es ist unsere Geschichte. 4000 Besucher kommen im Sommer jeden Monat zur Roseninsel. Seit kurzem gibt es Sonderführungen zum Weltkulturerbe. Schlossführer Franz Schrödel ist seit 40 Jahren fasziniert von der Geschichte der Insel. Vor 6000 Jahren war der Wasserspiegel etwa 5 Meter niedriger wie heute. Die grün umrandeten Zonen, das ist der sogenannte Feuchtbodenbereich, wie er vor ungefähr 6000 Jahren sich den ersten Siedlern hier auf der Insel gezeigt hat. Forscher der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie überwachen regelmäßig die Fundstätten an den Ufern der Roseninsel. In dieser Flachwasserzone sind die für Archäologen unschätzbar wertvollen Relikte dem Ankerwurf und Wellenschlag der Sportboote schutzlos ausgeliefert. Was sehen wir hier? Also wir schweben jetzt genau über 2500 Jahre alten Hölzern. Das sind Hausfundamente aus der Keltenzeit. Also unter Wasser fehlen einfach Luftsauerstoff und dadurch wird das Holz einfach viel langsamer zersetzt, als es an Land der Fall wäre. Und deswegen erhalten sich tatsächlich hölzerne Strukturen aufrecht. Also Pfosten, Hölzer, liegende Bauhölzer, Pfahlreihen. Diese Fundstätten sind Weltkulturerbe, weil die Erhaltungsbedingungen unter Wasser einmalig sind. Auch der Ton am Boden des Sees hat unwiederbringliche Besiedlungsspuren wie in einer Zeitkapsel konserviert. Es ist ein Puzzle, aus dem die Forscher das Leben unserer Vorfahren entschlüsseln können. Wir haben hier keltische Strukturen. Zu der Zeit existieren kaum Feuchtbodenbefunde. Das ist eine einmalige Situation hier, wie es fast im zirkumalpinen Raum nicht wiederzufinden ist. Holzbalken, Knochen, organisches Material wie Stoff- und Nahrungsreste, die nur unter Luftabschluss im Wasser die Jahrtausende überdauern konnten. Für Archäologen ein unschätzbar wertvolles Archiv der Menschheitsgeschichte. Für die Besucher an Land jedoch bleiben die Funde unsichtbar. Wir sind jetzt im sogenannten Lindenrodell und stehen unmittelbar vor den Relikten dieser Pfahlbauten. Aber leider ist es so, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die befinden sich alle unter Wasser. Also ich habe erwartet, dass man ein bisschen mehr erahnen kann als jetzt nur diese ganz weit draußen liegenden dunklen Flecken. Ich hoffe, dass jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Weltkulturerbe das Museum mit etwas besseren Funden bestückt wird. Es gibt so wunderbare Dinge, die in den Depots der Archäologischen Staatssammlung und beim Landesamt für Denkmalpflege liegen. Ich hoffe, dass wir irgendwann da was rauskriegen. Manche träumen schon von einem Museum für den knapp 3000 Jahre alten Einbaum, der 1989 vor der Roseninsel geborgen wurde. Vor Jahren verschwand er in einem Museumsdepot bei Baltham zur Konservierung. Jahre später öffnet die Archäologische Staatssammlung für uns die Türen. Umgeben von tausenden Artefakten ruht hier der Einbaum, für die Öffentlichkeit nur selten zugänglich, in dem Gerüst, mit dem er aus dem See geborgen wurde. Einbalsamiert in einem Mantel aus Wachs. Verstecken Sie das hier vor der Öffentlichkeit? Nein, es ist unser ureigenes Interesse, dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, was wir tun und auch die Erkenntnisse, die wir haben, mitbekommt. Wir müssen eben nur die Voraussetzungen schaffen, dass es ausstellbar ist. Und da sind alle, die sich da berufen fühlen, natürlich aufgefordert, sich zu beteiligen. Wir können es nur mit dem reinen Fachwissen nicht realisieren, so etwas. Das gehört dazu, das ist der Background. Aber natürlich
da muss man sich nichts vormachen, ist sowas auch eine teure Aktion. Bislang sind eben weder bei uns noch woanders die räumlichen Gegebenheiten so, dass man es ausstellen könnte. Und weil der Einbaum keine Bad Bank ist, so könnte man fürchten, wird es wohl noch ein paar tausend Jahre dauern, bis endlich Geld da ist für eine Ausstellung des größten Einbaums Europas. Deshalb lassen die Archäologen die Funde heute lieber unter Wasser. Doch auch hier sind sie in Gefahr. Sie sehen es ja selber, die Leute ankern da teilweise drauf, laufen drauf rum. Die wissen es natürlich auch nicht und deswegen muss man das natürlich unbedingt absperren, dass die Fundstellen hier nicht mehr gefährdet sind. Mit einer Bojenkette und Informationstafeln sowie einer App fürs Handy will Archäologe Ulrich Schlitzer die Öffentlichkeit aufklären und das Weltkulturerbe der Menschheit schützen. Ja, das ist zu Recht UNESCO-Weltkulturerbe, auch wenn man das Weltkulturerbe nicht sehen kann, weil es unter Wasser liegt. Aber hier sind solche Schätze verborgen, die einzigartig in Bayern sind. Und das ist einfach ein Archiv der Menschheit. Vielleicht gelingt es den Forschern, diesen Schatz auf dem Grund des Starnberger Sees für zukünftige Generationen zu bewahren. Es ist ein Schatz, den wir mit Geld nicht messen können. Es ist die Geschichte unserer Vorfahren und damit ein Teil unserer eigenen Geschichte.